Wir tragen sie wie eine zweite Haut. Weich, warm, bequem und langlebig. Die Baumwolle. Ohne sie wären wir ganz schön nackt. Hinter dem Rohstoff stecken nicht unbedingt Großkonzerne aus den USA oder Asien. Shops wie Otto, Asos, Aldi und Tchibo verkaufen mittlerweile vermehrt Baumwolle aus Afrika. Rund um den Cotton Belt pflanzen dort etwa 3,4 Millionen Bauern die Baumwolle auf ihren kleinen Farmen an. Jetzt geht's zu meinem neuen Job. Ich bin wahnsinnig aufgeregt und treffe gleich meinen Chef Patrick, um mit ihm Baumwolle zu pflücken. Wir schicken Reporter Christoph 2 Tage nach Tansania an den Äquator. 40.000 Mini-Plantagen gibt es hier. Auf einer davon wird er anfangen. 2 Stunden entfernt von der nächstgrößten Stadt, Mwanza. Hello. Oh. Jumbo. Jumbo nyingi. Habari. Mambo. Mambo safi. Mambo. Safi. Mambo poa. Great to meet you. Schön, dich zu treffen. Zeigst du mir dein Feld? Right? Noch freut sich Patrick über den neuen Erntehelfer. Aber wird der mit der familiären Struktur im Dorf klarkommen? Und taugt er was für die harte Arbeit auf dem Feld? Eingewöhnungszeit gibt's nämlich keine. Was passiert jetzt? Ach Gott, okay. Die kommen jetzt hier vor. Zugfahrzeug, Fehlanzeige. Anders als auf konventionellen Farmen setzt man hier auf Ochsen. Und die sind störrischer als ein Traktor. Die Ochsen. Das war für mich der erste Kulturschock, der erste echte Kulturschock. Ich habe nämlich direkt mal ein Horn ins Bein von dem einen bekommen. Mit sowas hat unser Reporter nicht gerechnet. Also so ein Kaltstart habe ich echt lang nicht mehr gehabt. Der ist sofort rauf aufs Feld mit den Kühen hantieren hier. Auch die Arbeitskluft ist eher elementar. Sie besteht aus 2 Tüchern. Die nennt man Kitenge. In ihnen wird die Baumwolle während des Pflückens aufgesammelt. Aha, das wird mein Rucksack. An seinem ersten Tag ist Christoph auf dem Feld eingeteilt. Pflücken soll er die haarigen weißen Samenkörner der Baumwollpflanze. Per Hand. Die gute Qualität packst du hier rein und die Baumwolle mit der schlechteren Qualität auf die andere Seite. This is the good stuff. Das ist die gute? All right. This is good? Yes. And this? Not good. Yes, okay. Das ist tatsächlich relativ einfach zu unterscheiden. Wenn das so ein bisschen, wie soll ich sagen, verknäuelt ist, dann ist es offensichtlich nicht gut gewachsen. Daran hat sich ein Schädling zu schaffen gemacht. Der Baumwollkapselbohrer. Er ist so fies wie sein Name und kann ganze Felder vernichten. Den 6 Erntehelfern aus der Dorfgemeinde ist er ein Dorn im Auge. Für rund 2 Euro am Tag packen die hiermit an. Klingt wenig. Dafür teilt man sich on top aber Nahrungsmittel und Vieh. Geerntet wird im Mai und Juni. Feste Arbeitszeiten gibt es nicht. Und Christoph wird ins kalte Wasser geworfen. Der Beutel will voll werden. Die gebückte Haltung wird mir irgendwann zu schaffen machen, das weiß ich jetzt schon. Patrick hat 1 Hektar Anbaufläche. Somit gilt er als Kleinbauer. Seine Felder kann er per Hand bewirtschaften. Der ungeübte Christoph liefert nach 1 Stunde das erste Mal Baumwolle ab. Es fühlt sich jetzt gerade noch ein bisschen abstrakt an. Ich kann mir nicht vorstellen, wie viele Klamotten sind das jetzt hier, die ich gesammelt habe. Das sind rund 250 Gramm rohe Baumwolle. Die ergeben in etwa 1 T-Shirt. Die Kleidung wird unter dem Label Cotton Made in Africa bei uns verkauft. Jetzt aber weiter Kniebeugen bei 33 Grad. Bei mir hat sich irgendwann der Kreislauf gemeldet. Und das war tatsächlich auch derselbe Moment, in dem die Hitze überhand genommen hat. Für die Baumwolle sind diese Klimabedingungen optimal. Und auch die einheimischen Baumwollpflücker scheinen keine Probleme damit zu haben. Wow, how long, wie lange hast du gebraucht, um das voll zu machen? Fill this up. Eine halbe Stunde. Halbe Stunde? Okay, dann habe ich tatsächlich noch ein bisschen was nachzuholen. Bis ihn nach 4 Stunden Patrick Richtung Mittagspause führt.
Patrick hat mich halt die ganze Zeit an der Hand gehalten. Der hat mich gar nicht mehr losgelassen, was ich erstmal ungewöhnlich fand. Aber dann irgendwann gewöhnt man sich dran. Eine Geste der Verbindlichkeit und des Vertrauens. Es gibt Gemüse und Ugali, ein typisch ostafrikanischer Getreidebrei. Auch die Lebensmittel baut Patrick selbst an. Es ist aber die Baumwolle, dank der er seine 7 Kinder zur Schule und zur Universität schicken konnte. Ohne Baumwolle könnte ich nicht überleben. Wie viele Leute leben von deiner Arbeit? 8 Leute. Wow. Okay. Im Dorf unterstützt man sich gegenseitig. Patrick konnte seinen Ertrag in den letzten Jahren verdoppeln. Wie er das geschafft hat, sehen wir später. Insgesamt 160 Kilo haben sie heute geerntet. Während Patrick und Christoph die Baumwolle verstauen, ist in der Schule nebenan der Unterricht zu Ende. Was ist hier denn plötzlich los? Wo kommt ihr denn alle her? Hallo. Ich kam aus dieser dunklen Kammer raus und plötzlich war der gesamte Hof voll mit, ich weiß nicht, Hunderten von Kindern. Ich habe keine Ahnung, wo die plötzlich herkamen. Aber es hat sich offensichtlich rumgesprochen, dass da ein Neuer am Werk ist. Und Baumwolle ist nicht das Einzige, für das der Neue schleppen muss. Fürs Abendessen wird frisches Wasser benötigt. Das bekommen die Dorfbewohner rund 900 Meter außerhalb an einem Brunnen. Eigentlich machen das nur die Frauen bei uns. In puncto Geschlechterrollen dreht sich die Uhr hier langsamer. Ich versuch's mal. Oh, okay, jetzt habe ich einen nassen Rücken. I won't do it again. Das mache ich nicht nochmal. Feucht, fröhlich endet der erste Tag auf der Baumwollplantage. Und wie ist die Gemütslage bei Christoph? Ich freue mich riesig auf morgen, weil ich mir vorstellen kann, dass das Pflücken auf dem Feld tatsächlich nur ein ganz kleiner Teil der eigentlichen Baumwollproduktion ist. Ob sich seine Vorahnung bestätigt? Tja, und wenn die Sonne aufgeht, dann geht der Tag los in Afrika, ne? Das Haus mit dem blauen Dach konnte sich Patrick übrigens erst vor kurzem leisten. Noch ist es im Rohbau und Lagerstätte für Obst? Das sind Biopestizide, siehst du? Ah, das sprühen wir auf das Baumwollfeld. Es hilft uns sehr. Right. Auf dem Feld werden vorwiegend pflanzliche Pestizide verwendet. In Form dieser Früchte. Sie heißen Solanum, enthalten einen natürlichen Insektenabwehrstoff und wachsen überall in der Gegend. Diese kostensparende Methode hat Patrick von der Baumwollinitiative kennengelernt. Sie unterstützt Kleinbauern in Afrika, unter anderem durch regelmäßige Fortbildungen. Und durch eben diese konnte er seinen Ertrag in den letzten Jahren verdoppeln. Er hat auch gelernt, dass mit Pestiziden vorsichtig umgegangen werden sollte. Ich bin ganz froh, dass ich die Maske aufhabe tatsächlich. Durch die Handarbeit werden 40% weniger Treibhausgasemissionen freigesetzt als auf konventionellen Baumwollfarmen. Aber auch die würden inzwischen gern weniger Chemie verwenden. Aber solange sie auf Monokulturen setzen, ist das schwierig. Denn da können sich Schädlinge zu schnell vermehren. Chemie muss sein. Die Folge, der Boden leidet, muss künstlich gedüngt und bewässert werden und wird im schlimmsten Fall sogar unfruchtbar. Patrick bewässert nicht künstlich. Er ist vom Regen abhängig. Mittags muss die Baumwolle von gestern in Säcke verpackt werden. Und zwar schnell. Denn gleich holt sie der Händler ab. Christoph muss noch mal richtig bluten. Das staubt total. Ja, aber was sonst, ey? Das Knochen trocken. Und es knirscht auch etwas in den Zähnen. Der Schweiß rinnt. Ja, ich komme ja schon. Geht noch weiter. Ein Glück, dass Farmer Patrick ausreichend Humor auf Lager hat.
Bist du müde? Müde? Ich bin so gut wie tot. Kann ich mich kurz hier schlafen legen? Nur eine Minute, bitte. Just one minute, please. Nö, denn die Säcke müssen gewogen werden. Und die Waage hängt 50 Meter weiter am Baum. Oh, Alter! And then? Oh Gott! Like that? So nicht. Christoph, alterstechnisch in seinen besten Jahren, kann körperlich nicht wirklich mithalten. On the head? 20, 20. Okay. Gott! Was ist das denn? Oh. Okay. Fuck! Ach so, das ist die Waage. Das konnte ich noch gar nicht wahrnehmen. Aha. Wrap it around. Soll ich das da rumwickeln? Ja. Patrick ist 62, habe ich gehört. 62 Jahre alt, der macht das jeden Tag. Und ich hänge hier wie so ein Schluck Wasser in der Kurve, ne? Ist mir ein bisschen peinlich. Guck mal, wie aufrecht er steht. Good man, ey. Dieser Sack ergibt Stoff für rund 90 Shirts. Pro Sack bekommt Patrick etwa 30 Euro. Mit seinen kleinen Feldern erwirtschaftet er umgerechnet etwa 1.000 Euro pro Saison. Und dann kommen die Baumwollpacker an, um die Ware abzuholen. Das macht er jetzt alleine, oder was? Alter! Wie krass ist das denn? Das sind fast 80 Kilo! Das glaube ich doch nicht. Die nimmt er einfach so auf den Kopf. Drei Säcke haben sie heute verkauft. Christoph will erfahren, wie es damit weitergeht. Patrick hält auf der Farm die Stellung. Der Truck klappert verschiedene Farmen ab und bringt die Ware zur Weiterverarbeitung zu einer Baumwollgesellschaft. Die Straßen dorthin sind allerdings eine Herausforderung für den 5-Tonner. Es hat geregnet. Der Boden ist aufgeweicht. Und das war's dann erstmal. Ja, meine Damen und Herren, hier ist dann jetzt wohl Endstation. Zum Glück nicht, denn für unseren Reporter gibt es noch ganz schön was zu tun. Und zwar in der Entkörnungsfabrik nebenan. Hier wird die Baumwolle gereinigt und gepresst. Für Christoph ist ein Outfitwechsel angesagt. Overall, Helm, Mund- sowie Ohrenschutz gegen Staub und Lärm. Dann geht's ans Ausladen. Ja. Like this? Oh, jetzt ist die Brille weggeflogen. Ja, ja. Oh, ich kann überhaupt nicht atmen da drunter. Wie viel kommt denn da noch? Als ich dachte, es kann schon nicht mehr anstrengender werden, der Tag, kam dieser Sauger in mein Leben. Das war irre anstrengend. Das fühlte sich tatsächlich an, ja, wie mit so einem Kochlöffel durch eine riesige Baumwollsuppe zu rühren. Der Sauger saugt die Baumwolle in die Fabrik. Dort werden die Samenkörner herausgekämmt und die Fasern getrocknet. Die reine Baumwolle wird zu Ballen gepresst und zum Schutz vor Feuchtigkeit eingetütet. Und so geht es damit weiter. Händler weltweit kaufen die Baumwollballen. Um diese weiter zu verarbeiten, spinnen sie die Fasern an großen Strickmaschinen über Spulen zu Garn. Durch spezielle bewegliche Nadeln entstehen daraus Maschen. Ganz viele dieser Maschen nebeneinander ergeben den fertigen Baumwollstoff. Aufgerollt zu Stoffballen wird der dann in Textilfabriken zu Kleidung genäht. Hier ist jetzt tatsächlich Endstation. Von hier geht die Baumwolle zum nächsten Hafen und dann rund um die Welt. Das waren zwei richtig anstrengende, aber spannende Tage auf der Baumwollfarm, um mal zu sehen, wie weit eigentlich der Weg vom Feld bis zum fertigen Produkt ist.